gar nicht, was ihr davon haltet. Das ist mir persönlich auch am wichtigsten. Deshalb müsst ihr das auch am besten, nachdem ihr das alles hier gehört habt, mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Willkommen Leute zu einem neuen Video und heute spielen wir mal wieder eine Runde Minecraft Bed Wars auf der Map Quarry. Und ich habe heute mal eine Sache anzusprechen, denn es geht um ein Special. Special, yeah. Auf jeden Fall, wisst ihr Leute, ich hau halt ja eher selten ein Special raus, sagen wir es einfach mal so. Denn ich mache das ja eigentlich eher, ja, einfach immer so, dass ich mal ab und zu so ein Special raushau, wie beispielsweise bei den 150 Kills Uncut. Bei Quick Survival Games, manchmal mache ich das auch so, dass ich einfach ein Special raushau zu bestimmten Abonnentenzahlen, wie beispielsweise beim 100.000 Special, wenn man das so nennen kann. Das war ja ein Livestream, so ein Stream, wo wir in die 100.000 reingestreamt haben. Wir haben die 100.000 ja zusammen erreicht. Und ja, jetzt dachte ich mir, wäre es an der Zeit, dass ich vielleicht mal wieder sowas raushauen könnte. Und da habe ich eine Sache geplant, beziehungsweise zwei Sachen sogar geplant. Die eine Sache kann ich noch nicht verraten, aber die andere Sache kann ich schon verraten. Und worum es da geht, oh, da war ich aber nochmal etwas schneller und konnte mir zumindest ein Gold holen. Ja, worum es bei der einen Sache geht, kann ich wie gesagt schon verraten. Und es geht bei der einen Sache um nichts anderes als Merchandise, denn ich wurde schon jetzt nicht so immer, ich wurde schon so tausendmal gefragt, ob du nicht Merchandise machen könntest, bla bla bla. Nee, aber es gab auf jeden Fall wirklich ein paar Leute, die ab und zu mal gefragt haben, ob ich sowas denn nicht machen könnte, weil sie es denn ziemlich feiern würden, wenn ich sowas machen würde und so weiter und so fort. Und ja, ich habe mich da immer so ein bisschen, ja, keine Ahnung, nicht zu, yo, geäußert, sag ich mal, weil ich das erstmal auch nicht machen wollte und so, und ich hatte auch keine Ideen, was man denn genau machen könnte. Und ja, jetzt mittlerweile kann ich eigentlich sagen, ich hätte schon so ein paar Ideen, aber ihr seid natürlich auch gefragt, denn was mir zum Beispiel ganz wichtig ist, und ich denke mal, das können vielleicht auch die meisten von euch nachvollziehen, insbesondere, ich denke mal, auch die Älteren von euch, dass ich jetzt da nicht einfach so ein T-Shirt raushau, wo ich mein Minecraft-Skin draufklatsche und ich weiß nicht, ich persönlich kann einfach sagen, und es ist jetzt einfach nur so meine Meinung, ich muss halt etwas tragen, womit ich halt auch zufrieden bin. Oder es müssen halt einfach Designs sein, die halt geil sind. Nicht irgendwie sowas, wo ich halt einfach meinen YouTube-Namen draufklatsche und dann sage, yo, dieses T-Shirt ist toll, bitte kaufen Sie es. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Damit kann ich mich persönlich nicht zufrieden geben und ich würde auch etwas rausbringen, was halt eventuell sogar ja, nicht unbedingt mit meinem YouTube-Channel zu tun hat, vielleicht irgendwelche geilen Designs so. Und ja, ich kann da jetzt auch noch nicht so viel zu sagen zu den Designs, da will ich auch gar nichts zu sagen, also erstmal. Aber Leute, wenn ihr irgendwelche Ideen habt zu Designs oder irgendwie sowas, dann könnt ihr mir die gerne auf Twitter zusenden oder irgendwelche Vorschläge. Was mir auch wichtig ist, ist wie gesagt, dass ich halt nicht einfach so mein Minecraft-Skin draufklatsche, denn das sollen T-Shirts, wenn dann werden, oder Designs werden. Es müssen ja jetzt nicht nur T-Shirts sein, sondern halt auch irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie Tassen oder sowas, die halt einfach von der Optik her geil aussehen und wo man sich denkt, yo, das kaufe ich gerne, das lohnt sich, sage ich mal auch, weil ich weiß nicht so, okay, ein Skin oder so auf ein T-Shirt ist jetzt vielleicht nicht so scheiße oder vielleicht mögen das sogar einige, aber ich persönlich kann einfach nur sagen, ich würde mit sowas nicht rumlaufen und wenn ich mit sowas nicht rumlaufen würde, dann würde ich es auch erst gar nicht anbieten. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine, Leute. Und nein. Wow, knappe Angelegenheit hier. Aber ich hab's. Ich schaff's, als ob ich das schaffe. Als ob ich das schaffe. Das hat er nicht gemacht, oder? Hat er nicht, oder? Nein, nein. Alter, ich hab's einfach. Was war das denn jetzt? Als ob ich das gerade einfach. Hat der mich irgendwie während der mit dem Rücken zu mir stand, totgehauen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall krass. So, das war jetzt ein bisschen stressig. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus möchte, ist halt, dass ich, wenn dann am besten irgendwelche Designs haben möchte oder verkaufen möchte oder
euch anbieten möchte, die wirklich von der Optik her geil aussehen, vielleicht irgendwelche Insider beinhalten, die mit meinem YouTube-Channel was zu tun hatten, haben, aber nicht unbedingt irgendwie so ein Minecraft-Skin oder sowas. Das ist irgendwie, finde ich, ein bisschen einfallslos, ist jetzt nur meine Meinung, ist auch überhaupt gar nicht böse gemeint, wenn das jetzt irgendein anderer YouTuber macht, aber ich finde es halt ein bisschen unkreativ, sagen wir es mal so, und das möchte ich halt einfach nicht. Ich möchte, wie gesagt, was machen, was man sieht und man sich denkt, yo, cool, das finde ich geil und das würde ich auch gerne haben. Ja, und da denke ich mal, sind auf jeden Fall auch viele von euch dabei. Also ich kenne euch ja, Leute, ihr seid wirklich mega kreativ und so. Und ich denke mal, ihr könnt gerne, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, das Ganze in die Kommentare schreiben. In die Kommentare schreiben? Ja, wenn ihr könnt es ja beschreiben. Aber ansonsten könnt ihr mir gerne auch auf Twitter sowas zusenden, wenn ihr irgendwelche Ideen zum Merchandise habt oder vielleicht sogar irgendwelche Designs habt. Man weiß ja nicht, also ich bin, wie gesagt, immer offen, das wisst ihr ganz genau. Und wenn ihr irgendwelche geilen Designs habt oder so, oder spontan irgendwas habt, was ihr ja vielleicht feiern würdet als Design, dann könnt ihr mir das auch gerne zusenden. Wie gesagt, es kann eigentlich alles Mögliche sein. Es muss halt einfach nur irgendwas sein, was vielleicht von der Optik her geil aussieht. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt, den ich auf jeden Fall drin haben möchte. Es muss was Geiles sein. Etwas, wo man sich denkt, wow. Ich weiß, Leute, ich wiederhole mich gerade auch mehrmals, aber das ist mir wirklich egal. Damit soll auf jeden Fall jeder verstehen, was ich möchte. Und ich würde sagen, wir talken einfach in der nächsten Runde weiter. Bis gleich. So, Leute, und da sind wir jetzt wieder zurück. Und ich bin ganz alleine im Team, sehe ich gerade. Läuft! Und genau. Ich denke mal, ich wollte noch ein paar kleine Sachen sagen. Und zwar, zu einem wollte ich nochmal ansprechen. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch denn so wünschen würdet an Designs. Also, sagt ihr eher so, ja, keine Ahnung, ich würde gerne Tassen haben oder ich würde lieber gerne T-Shirts haben. Weil was ich halt bevorzugen würde, wären halt T-Shirts. Das ist meiner Meinung nach das Beste so. Aber halt mit coolen Designs und so. Und halt, wie gesagt, nicht so unkreativ, dass ich da irgendwie meinen Minecraft-Skin drauf klatsche. Das wäre jetzt so mein Vorschlag. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Und, oh, jetzt muss ich aber ganz schnell sein. So, und zack. Dann kann ich den Kollegen nämlich runterschießen. So, perfekt. Dann kann ich ihn auch nochmal runterschießen, wenn ich es schaffe. Er sieht aber gar nicht mal so schlecht aus. Also er spielt zumindest von der Spieltaktik her, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ja. Also schreibt das am besten auch mal in die Kommentare und ansonsten, wie gesagt, einen festen Release oder sowas von dem Merchandise kann ich jetzt hier auch noch gar nicht nennen, weil ich halt noch nicht weiß, wie lange sowas dauert und so. Ich habe ja, wie gesagt, noch gar keine Erfahrung in dem Gebiet und ich weiß auch überhaupt gar nicht, was ihr davon haltet. Das ist mir persönlich auch am wichtigsten. Deshalb müsst ihr das auch am besten, nachdem ihr das alles hier gehört habt, mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Weil ich denke mal, wenn man coole Ideen hat oder sowas, dann ist das Ganze vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Aber das muss man halt natürlich auch erstmal haben. So, ansonsten bin ich auch soweit fertig. Deswegen, Leute, ab mit euren Meinungen. Was? Auf jeden Fall könnt ihr gerne eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare schreiben. So, damit wäre es auch gewesen, Leute. Und jetzt konzentriere ich mich nochmal ganz flott auf die Runde Bad Wars und er möchte mich hier offensichtlich abfacken. Sehe ich. Das sehe ich. Ja, gut, dann haben wir den auch mal runtergeschossen. Sehr gut. Dann würde ich sagen, gehen wir eigentlich direkt zu Team Blau rüber, denn die möchten persönlich, glaube ich, am meisten abfacken. Okay, den können wir auch nochmal töten. So, 6 Gold haben wir hier auch nochmal sammeln können. 8 Gold. In 5 Sekunden spawnt nochmal neues Gold. So, da sind beide drüben, das sehe ich gerade. Okay. Genau, wer mich fragt, also irgendwie haben in letzter Zeit auch mehrere Leute gefragt, was das für eine Mod oben links ist oder oben rechts. Das ist die Levy-Mod und die fügt zum Beispiel 1.7 Animationen ein und andere Sachen. So, bam, runtergeflogen. Sehr gut. So, 12 Gold. Wo ist denn das eine Gold hier noch? Da fehlt doch noch ein, oder? Eins sollte noch hier irgendwo sein. So, dann renne ich mal ganz kurz rüber. Und denke mal, dann wäre ich bereit, um das ein oder andere Team auszuschalten. Ich kaufe mir jetzt erstmal noch das Schwert hier, das bessere Schwert. Eventuell sollte ich mal eine Kiste machen, dann kann ich da den anderen Krempel reinpacken.
So, hier. Da oben ist jetzt keiner. 13 Eisen haben wir. Ich habe die Level, die Zweierrüstung. Dann kaufe ich mir die Dreier ganz schnell. Und da kommt einer, habe ich gesehen, ne? Oder? Ne, das war doch keiner. So, das kann ich jetzt hier reinpacken. Eisen habe ich noch etwas. Dann könnte ich mir Warp Powder kaufen. Im Falle eines Falles, ne? Man weiß ja nie. Warp Powder haben wir da. Sehr gut. Das Level 2er Schwert. 14 Gold. Jetzt natürlich. Jetzt natürlich die Frage, ich kaufe mir einfach, komm, ich mach's jetzt einfach. Ich kaufe mir eine Enderperle, porte mich nach drüben und kaufe mir noch eine Eisenspitzhacke. Weil dann sollte ich das eigentlich schaffen. Die sind jetzt auch nicht so krass equipped, dass es unmöglich sein sollte. Also jetzt natürlich zu dem Team, die sind echt nicht gut equipped, so wie es aussieht. So, perfekt, der ist dann runtergeflogen und jetzt sollte ich mich rüber porten, jetzt aber schnell. So, er hat es gesehen, natürlich. So, und. So, bam. Sehr gut. Okay, sehr gut. Weg mit euch. Okay, die soll ich jetzt nur beide töten. Hier nehme ich nochmal das Eisen weg, damit die auch keine Waffen kaufen können. So. Okay, bam. Die haben wir schon mal dann weg. Das ist sehr gut. Den ersten und den zweiten haben wir dann auch. So, jetzt ist die Sache, dass die anderen Teams müssen wir auch irgendwie ausschalten. Ich gehe mal ganz kurz zurück zu meiner Base, weil da ist Chicken Grenade. Und ich weiß nicht, was er vorhat. So, den Block kann ich natürlich auch noch nutzen, um den hier zu platzieren. Okay, sehr gut. Und da in der Mitte wird er jetzt wohl campen, was auch nicht schlimm ist eigentlich. Wie viel Eisen habe ich? Alter, ich habe jetzt wieder mega viel Eisen, das ist gut. So, Chicken Grenade rechnet nicht damit, dass ich einen besseren Bogen habe. Glaube ich. Boah, ich muss ihn unbedingt töten, das wäre perfekt. Nein, ich konnte ihn nicht töten, was ein Dreck. Scheiße. Nein. So, und jetzt rüber. Okay, den haben wir, sehr gut. Das ist sehr gut. So, bam, weg mit dir. Nein. Nein. Nein, wie konnte er mich töten? Ich bin so ein Vollpfosten. Ich hätte ihn locker holen können. Ich hätte ihn so locker holen können. Ach, scheiße, das ist echt ärgerlich. Ja, ich könnte jetzt eigentlich wieder... Ich könnte rein theoretisch safe spielen, wieder zurückrennen und so, aber da habe ich ehrlich gesagt, muss ich sagen, keine Lust drauf. Deswegen lasse ich das auch. So, deshalb baue ich mich jetzt einfach hoch. Nein. Oh, da hatte ich nochmal Glück. Deswegen baue ich mich jetzt einfach hoch und riskiere, dass mein Bild in der Zwischenzeit hier abgebaut wird. Ja, die werden es 100%ig holen. Egal. Komm, wir versuchen es einfach mal YOLO-mäßig hier. Und der ist offensichtlich Brain AFK oder so. Ja, das Bett sollten wir bekommen. Ganz gelegen. So, zack, einer noch. Bam, sehr gut. So, und jetzt hier Bogen kaufen. Dann können wir uns hier zurückporten. Okay, sehr gut. Weil die wollen sich jetzt natürlich hier zu meiner Base rüberbauen. Und schaffen sie es nicht. Und? Wird das was? Wird das was? Man weiß es nicht. Oh! Gar nicht mal so schlecht. Drei Warp Powder. Drei hier. Habe ich noch. So, das benutze ich mal ganz schnell. Okay. Weil jetzt muss ich auf jeden Fall ganz schnell rüber. Und habe dann die Mitte. So, okay. Dann habe ich 14 Gold. 14. So, da ich halt sicher gewinnen möchte, habe ich jetzt ein bisschen was rausgeschnitten und habe in der Zwischenzeit nochmal ein bisschen gefarmt. Jetzt habe ich einen Level 13er Bogen, sollte ganz gut sein. Und den werde ich mal ganz kurz hier reinpacken, den alten. So, jetzt kaufe ich mir nochmal ganz kurz eine Enderperle. Und dann sollte das, hoffe ich, einfach mal gut funktionieren. Level 2 Brustpanzer, da können wir definitiv einen besseren rausholen. Alter, wir haben so viel Eisen, das ist nicht mehr normal. So, okay. Ziehe ich alles hier einmal, passt, sollte gut gehen. So, das packe ich in die Kiste, habe jetzt eine Enderperle, porte mich rüber, Bogen zu der Seite. So, und dann hau mal rein, Kollege. Hä, wo ist er denn? Achso, er ist jetzt da drin, alles klar. Sollte er, glaube ich, sowieso nicht schaffen. Okay, es war ziemlich knapp, weil er halt Low-Ground-Vorteil hatte. Ich habe jetzt hier nochmal etwas Gold. Ich bin mir gerade echt unsicher, ob ich nicht noch etwas sparen sollte. Halt jetzt nochmal für eine Enderperle.
weil ich halt ansonsten... Ich habe jetzt einen Level 13er Bogen. Ey, komm, ja, ich warte halt einfach nochmal ein bisschen. Ich habe gerade gesehen, dass sein Teamkamerad schon abgehauen ist. Heißt, ich kann auf jeden Fall rüberrennen und sollte auch problemlos gewinnen können. Ich meine, ich habe jetzt so einen krassen Bogen. Da sehe ich jetzt keine Gefahr mehr. Und das noch, dann noch das Schwert zusätzlich, ne, ist natürlich klar, dass ich damit den Equip-Vorteil gute Chancen habe. Hi! Na? Wie geht's dir? Bam! Gut, das war's dann wohl in der mit der Runde. Und da sind einige drin geblieben, lol. GG auf jeden Fall. Willst du's mitzocken, können Ijin und so sind eigentlich besser. GG Hacker, schreibt Chicken Grenade. Lol. Auf jeden Fall, gut, würde ich sagen. Ach, das war ein Clan, sehe ich gerade, die zwei. Läuft bei denen. Auf jeden Fall habe ich dann noch die Runde Solo gewonnen. Freut mich auf jeden Fall. Man muss halt nur manchmal ein bisschen warten. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt die Meinung zum Merchandise in die Kommentare und bis denn, ciao.